Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich weiß gar nicht, ob ihr die letzten Folgen zu sehen bekommt. Ich gehe davon aus, dass ihr sie zu sehen bekommt, denn ich hatte da ein paar kleinere Tonprobleme. Da müssen wir mal schauen, ob ich euch das nachkommentiere oder ob ich das irgendwie auf die Reihe kriege, noch zu reparieren. Was habe ich gemacht? Was wollte ich tun? Ich habe keine Ahnung. Na, ihr kleinen Kacker. Ach ja, der kleine Pups hier. Nicht du, der da. Auf den warten wir eigentlich noch. Und was wollte ich tun? Was wollte ich denn tun? Was wollte ich denn tun? Officer Keen, Rettungskapsel 19. Haben wir die vielleicht sogar schon? Haben wir die? Nee, die haben wir noch nicht. Ich verstehe. Okay. Die haben wir also noch nicht. Okay. Officer Keen ist da drüben. Auf einer Tiefe von 300 Metern. Ach, ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Wir haben uns mit dem Dicken angelegt. Ist ganz schön duster jetzt auf einmal, ne? Ich glaube, ich werde euch das... Also entweder ich rette den Ton so ein bisschen oder ich kommentiere euch das so ein bisschen nach. Das müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Jetzt würde ich natürlich gern warten, ne, bis der kleine Mops hier schlüpft. Aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Guck mal, wie süß der ist. Der probiert's schon, seht ihr das? Der kämpft. So, gut. Das wollten wir machen. Ich muss mal kurz die Maus nehmen. Da haben wir eigentlich alles. Da hatte ich die andere noch geholt, die ich vergessen hatte, sodass wir da hier alles haben. Vermutet die Gazi-Basis. 500 Meter, das ist doch die, ne? Oh, das ist so schlimm, ich bin schon so lange raus. Katastrophe. Ich hätte vorher noch mal reingucken sollen, was ich zuletzt gemacht habe. Egal. Ich glaube, der kleine Mops, der wird jetzt nicht so schnell am Start sein. Wir snacken hier mal noch zwei, drei solche Dinger. Wir haben Durst. Was bringt uns eigentlich ein Kaffee? Das ist wichtig. Das ist für die Wissenschaft. Ist das wichtig. Rettungskapsel 19. Wir könnten natürlich warten, bis es hell ist, ne? Coffee completed. Ah. Toll. Nicht viel. Und dann essen wir drei solche Dinger. Gut. Wir haben Wasser, ich weiß, aber ich würde es gerne so füllen, eigentlich. Batterien sind. Die ist leer. Da geht's runter. Ist schon ein bisschen leer, wo ich gespielt habe. Bin nur bis jetzt halt. Ich konnte. Also nicht dazugekommen ist falsch. Ich konnte mich bis jetzt nicht aufraffen. Die anderen Folgen mir noch so mal so genauer anzugucken.
Weil es halt einfach so nervig ist, wenn es nicht funktioniert, ne? Haben wir das für irgendwie das Zeug gesammelt? Die Batterien sind alle voll, ne? Nehmen wir eine mal mit. Ja, die sind alle voll. Okay. Aha, aha. Das haben wir, glaube ich, schon. Den Krebs würde ich gern machen. Lassen wir Mathe mal ganz kurz. Mathe sein. Was willst du von mir? Ich schwimme mal kurz hier hoch. Ist eh duster. Muss mal kurz schauen, was wir für den Krebs brauchen. Ob wir das vielleicht sogar haben. So, schauen wir mal. Plastahl, Aero, Diamant, Blei, emailliertes Glas. Aha, den könnten wir vielleicht sogar machen. Plastahl. Zyklop haben wir noch nicht. Wir haben den Zyklop noch nicht. Okay. Jetzt wird es gerade hell. Schön. Das heißt, wir sollten uns dann mal daran machen, dass wir den Zyklopen noch schnell auf die Kette kriegen, ne? Würde ich denken. Knuddelfisch-Ei entdeckt? Okay, Entschuldigung. Mehr du kleiner Kerl. Moment. Kleiner grauer Pflanzenfresser zeigt der Knuddelfisch ein hohes Niveau an Intelligenz, Neugier und Zuneigung. Ein ausgeprägtes soziales Verhalten. Switchen und swappen zu kommunizieren. Ach, Depp. Den wollte ich. Der kann wieder hier bleiben. Wenn ich den jetzt draußen fallen lasse, stirbt er dann. Meine Kamera ist irgendwie schon wieder von irgendwo rum. So. Pass mal auf, Freund Blase. Einen Moment. Das muss ich kurz speichern. Hey! Ist der süß? Mein Gott! Wo ist er hin? Hey. Wo ist er hin? Ach da. Mein Gott, ist das süß. Kannst du noch mehr? Hehe.
Das könnte ich übrigens den ganzen Tag machen, ne? Mein Gott, ist der niedlich. Bleib hier. Warte. Warte. No. Der ist sehr süß. Okay. Kleiner Freund, bleibst du hier eigentlich? Ja, ne? Ich hoffe doch. Kann ich ihn... Ich kann ihn nicht wieder einsammeln, ne? Wo soll ich denn jetzt hin? Nee. Toll. Ich kann ihn aber nicht wieder einsammeln. Aber es wird Zeit für die nächste Nachricht. Signal location uploaded to PDA. Das klang aber komisch. Rettungskapsel 19. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal die Uschi. Speichern noch mal ganz kurz. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los, ne? Aber hier, guck mal. Können wir schnell was snacken. Das wollte ich nicht. Ding, ding, ding. Das ist ja übelst voll fressen, ne? Die ganze Zeit. Uschi! Angedockt. Da ist die Rettungs... Nicht traurig sein, kleiner Freund. Hoffentlich beißen die anderen den nicht. Bleib schön hier, ne? Nicht mitkommen. Ist gefährlich. Wo ist er denn hin? Knuddi? Knuddeli? Ich hab ihn aus Versehen angefahren. Wo ist er denn jetzt hin? Der Kleine, ich habe ihn aus Versehen angegrunzt. Das weiß ich wirklich nicht. Ich finde das doch gar nicht lustig. Hey, wo ist denn der? Habe ich ihn jetzt tot gemacht? Ich würde mich jetzt voll ärgern, wenn der jetzt tot wäre. Hä? Oh! Hey! Auffordern nicht mehr zu folgen. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Der wird mir doch jetzt nicht die ganze Zeit hinterher schwimmen, oder? Glaube ich nicht. Ich hab's gedrückt. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Ich glaube nicht, dass er mir jetzt die ganze Zeit hinterher schwimmt. Ich meine. Nee, guck mal, der schwimmt weg. So. Ne, du bist ein Depp. Ne, weißt du, du kommst schon klar. Hoffentlich frisst ihn keiner von den großen Fischen. Ein kleiner Knuddelfisch. Ein kleiner Knuddelfisch. Ich muss trotzdem noch mal gucken. Nee, der schwimmt uns nicht hinein. Bist du doof?
Okay, mitkommen. Das kann ich doch irgendwie nicht mit mir vereinbaren. Wenn dem jetzt was passiert, das geht nicht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal nochmal zurück und dann werde ich nochmal probieren, wenn ich ihm jetzt sage, er soll mir nicht mehr folgen, dass er dann bei der Basis irgendwie bleibt oder so. Weil sonst ist er doof, der schwimmt mir überall hinterher und dann kommen die Großen und die essen ihn und das will ich nicht. So. Kommst du? Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Okay, von Klasse! Mein Gott, ist das süß. Also, sorry. Gut. Jetzt schwimmt er mir zumindest nicht mehr hinterher. Das finde ich immer gut. Dann kann dem Kleinen nichts passieren. Bleibt er jetzt da irgendwo in der Nähe? Ich hoffe. Ich will ihn nicht verlieren. So viele Arschlochfische, ja? Und dann ist so ein kleiner, süßer Knuddelin. Knuddelino. Wie nennen wir den? Wir können ihn ja Kevin nennen. Entschuldigung, nein. Jojo, wir nennen ihn Jojo. Jojo ist gut. Das ist Jojo. Ach, jetzt war ich erschrocken, Mann. Was sind das für Dinger? Großer Lampenbusch. Kann ich doch scannen? Ich kann nur den kleinen scannen. Okay. Jetzt hier der Heini. Da. Warte mal. Detecting volcanic activity and several unusual electromagnetic signatures in the region. Exercise caution when diving deeper. Ich hätte dieses schneller scannen, diesen Cheat doch machen sollen. Scan den doch jetzt. Wie nah soll ich denn noch ran? Haut immer ab. Der Arsch. Nun gut. Hier waren wir offensichtlich noch nicht. Da ist hier Speichern immer groß. Heiß werden. Ich guck noch mal so ein bisschen grob, ob hier irgendwo, ob ich irgendwas sehe, was mich interessiert. Aber die Dinger sind schon cool, ne? Das sind überall Rubine. Okay. Seht ihr was? Ja, ihr seht was. Da ist die Kapsel. Hey! Denkern, ja? Zack. Einmal den Scanner in die Hand genommen.
dass wir irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Aber hier ist sonst nichts. Nö. Gut. Ich muss trotzdem noch mal gucken, ja? Was hier so ist. Toll, Silber, ja, das lässt liegen. Hörst du mal auf? Ist der? Habe ich dich schon entfernt? Huch, habe ich offensichtlich schon. Ihr seht schon, ja, ich habe den Cheat weiterhin an. Okay. Der Stänker denn hier. Mach mal meine Motte nicht kaputt. Warum kann ich denn den nicht scannen? Was ist denn los? Der macht das immer kaputt. Kann das sein? Der Arsch. Das ist Uschi. Wenn ihr mal die Uschi in Ruhe lassen, ja? Ich weiß schon wieder, zapp, Busfeuer, ne? Gut. Mein Gott. Was die immer mit der Uschi haben. Dann würde ich sagen. Gucke ich trotzdem noch ein Stück hier rüber. Ich will gucken, ob wir da hier vielleicht noch irgendwas rumliegen oder so. Huch! Das war keine gute Idee, hier runter zu düsen. Ich düse mal wieder hoch. Aua, aua. Da so lang, ne? Glaube ich. Nein. Hier so? Hier so? Ich habe mich verirrt. Ich glaube, ich habe irgendeinen Bug, ne, mit der Uschi. Also das ist irgendein Bug. Jetzt nicht unbedingt der döfste Bug. Ja, ich muss gestehen, ich finde den jetzt gar nicht so tragisch. So, weiter. Flup. Oh, was haben wir denn hier? So, Junge. Mein Gott, aufpassen. Habe ich meinen Laserschneider dabei? Bestimmt. Doch eigentlich immer alles einstecken, ne? Moment. Entschuldigung. Hier macht irgendwas ganz unangenehme Geräusche. Gucken wir erstmal hier. Was ist das? Den haben wir schon. Hier ist nichts drin, was wir mitnehmen können. Hier. Kommen wir rein? Das ist ja verrückt. Da ist noch eine Versorgungskiste. Die Pflanztöpfe haben wir schon. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Nö, ne? Sieht nicht so aus. Dann machen wir hier mal auf.
Wie geht's wieder raus? Okay, ist klar. Gut. No signal. Batterie. Da ist noch rein. Noch eine Batterie. Den Stuhl können wir nicht scannen. Das hier, auch Stasi-Gewehr brauchen wir nicht. Haben wir schon. Batterie. Ist jetzt doof, hier ist ja nichts sonst. Was ist mit dem hier? Können wir nicht scannen. Okay, hier geht's nirgends hin. Was ist das hier schon? Ich dachte, wir könnten hier vielleicht irgendwas mitnehmen oder so. Offensichtlich nicht. Ich schwimme mal hier so außen rum. Scannerraumfragment haben wir auch schon. Das brauchen wir alles nicht. Also, ey. Verschwommen.